Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute machen wir was ganz, ganz Ungewöhnliches. Und zwar bin ich der Meinung, dass man Programmieren lernt am allerbesten, wenn man auch fremden Code liest. Das heißt, wir wollen nicht nur unseren Code selber schreiben, das gehört auch dazu, aber wir wollen auch fremden Code lesen. Und wenn wir fremden Code lesen, dann erfahren wir vielleicht neue Tricks, was man alles machen kann, was man so coole Sachen überhaupt irgendwie anfassen kann. Und wir werden heute tatsächlich ein bisschen Java lesen, deswegen benutzen wir heute auch absolut nur Java-Notation. Und ja, Java lesen ist einfach eine ziemlich angenehme Sache, genauso wie Python lesen ist eigentlich auch eine relativ angenehme Sache, weil die Sprachen sind nicht ganz so kompliziert wie jetzt zum Beispiel C, da muss man sich dann wirklich in die Pointer-Arithmetik reindenken und da wird es dann wirklich auch schon knifflig, aber Java, finde ich, kann man ganz gut lesen und auch, wie gesagt, Python. Und deswegen werden wir heute nichts Geringeres uns angucken als die Equals-Methode von String. Das heißt, wir wollen uns angucken, wie ist tatsächlich in Java, also in der Sprache selber, der Vergleich von zwei Strings drin. Denn Strings sind ja hier zwar Zeichenketten, aber die müssen ja auch irgendwie miteinander verglichen werden. Wie werden die miteinander verglichen? Kann ich da einfach dieses gleich benutzen? Und was ist der Unterschied zu a.equals b und a.gleich b? So, wir werden auch ein bisschen vorgreifen müssen, da das Ganze auf, klar, Klassen basiert. Java ist alles eine Klasse. Und da bitte ich euch einfach ein bisschen tolerant zu sein. Ich werde euch natürlich erklären, was jetzt hier mit diesem konkreten Beispiel A und B gleich ABC bzw. DEF, wie das dann eben durchläuft. Und ja, da müsst ihr euch dann einfach schon ein bisschen quasi vorgreifen. Aber das ist nicht allzu schwer. So, und dann eine letzte Bitte an euch. Lasst mir bitte entweder ein Like oder ein Kommentar da, falls euch dieses Thema gefällt. Das heißt, falls ihr noch mehr Source Code mit mir zusammen durchlesen wollt, zum Beispiel auch von, keine Ahnung, komplett anderen Dingen, also irgendwelche Python-Sachen oder sowas, wenn ihr da einfach Code lesen wollt mit mir zusammen, vielleicht eine Erklärung von mir wollt, um dadurch die Sprache noch ein bisschen besser kennenzulernen, um noch Tricks mitzukriegen oder sowas, dann lasst ihr mir einfach einen Kommentar da oder, wie gesagt, ein Like interpretiere ich einfach auch mal so und dann machen wir das noch häufiger. Wie gesagt, ich finde, das bringt einiges, wenn man das lesen kann und auch lesen lernt. So, okay, also wir schwenken über und zwar zu unserer Equals-Methode in OpenJDK. Hier oben seht ihr die Adresse openjdk.java.net. Da könnt ihr euch wirklich den kompletten Source-Code von Java angucken. Das heißt wirklich alles und deswegen heißt es auch OpenJDK, weil es einfach offen ist. Jeder kann den Code davon lesen und kann auch Anmerkungen an den Code bringen, die vielleicht etwas helfen. So, ihr seht hier, wir haben eine sehr, sehr lange Klasse. Wir sind schon bei Zeile 964 und genau da springen wir ein. Das ist die Equals-Methode. Wie gesagt, die wird zum Vergleichen von zwei Strings benutzt. So, jetzt als allererstes dieses Public könnt ihr ignorieren. Das kommt noch genauer, wenn es um Klassen geht. Boolean. Was bedeutet Boolean? Boolean ist hier der Rückgabewert von unserer Funktion Equals. Oder eigentlich ist es eine Methode, aber wir haben bisher Funktionen behandelt, deswegen nenne ich es jetzt Funktion. Das heißt, wir wollen entweder wahr oder falsch zurückgeben. Ist eigentlich relativ einfach. Die Methode oder Funktion heißt equals und sie nimmt ein Object, das sich an Object nennt, als Parameter. So, warum nehmen wir jetzt hier ein Object und kein String? Ganz einfach, ich könnte hier auch zum Beispiel sagen, ich baue mir jetzt hier einen int i gleich 0 und ich möchte jetzt überprüfen, ob a, was der String abc ist, gleich 0 ist. Das heißt, ich muss ja auch mit anderen Datentypen klarkommen. Also Ints sind jetzt da gerade tatsächlich nicht so dabei, aber wir werden, wie gesagt, wenn es um Objektorientierung noch geht, werden wir uns das noch ein bisschen genauer angucken. Und wenn wir jetzt hier diesen Int reinpacken, müssen wir als allererstes mal gucken, wie komme ich damit klar. Und deswegen packen wir da als Parameter ein Object, also etwas vom Typ Object rein. Jeder String ist auch gleichzeitig ein Object in Java, weil alles von Object erbt. Das bedeutet, alles ist ein Object, also alles. Und deswegen kann man hier einfach sagen, okay, ich nehme ein Object und wenn das Ding ein String ist, dann kann ich das auch vergleichen. So, das macht man hier, also die Methode geht bis hier unten. Das oben drüber ist eine Dokumentation im Prinzip von dieser Methode, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Hier steht auch ein bisschen was zu den Annotations dabei. Also addParam bedeutet, das bezieht sich auf die Parameter hier und gibt euch als Programmierer, die ihr diese Methode hier verwendet, Informationen. Also addParam, an Object,
der Parameter heißt an Object und das ist der Parameter, der eben verglichen wird zu diesem zu dem normalen String. So, jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso haben wir hier nur einen Parameter? Naja, ein Parameter, weil wir nur einen Parameter hier reinstecken. Dieses a.equals bedeutet so viel wie, okay, es bezieht sich auf das Objekt a, das haben wir trotzdem noch über die Klasse dann wiederum. Und das nennt sich dann später in unserem Code this. Das heißt, a wird this genannt, während b an object heißt. Und wir finden es auch tatsächlich hier this an object. So, als allererstes wird überprüft, ist this gleich gleich an object? Also sind a und b wirklich gleich? Was bedeutet jetzt dieses gleich gleich? Das bedeutet, sie liegen an derselben Speicheradresse. Wir hatten schon das letzte Mal kurz auf Speicheradressen geguckt. Und wie kann das zustande kommen, dass die beiden wirklich an Speicheradressen liegen, die gleich sind? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier string b gleich a schreiben würde, dann wären die beiden ja offensichtlich tatsächlich dieselben. Also sie liegen auch an derselben Stelle in unserem Speicher, weil wir haben es ja genau so hingeschrieben. Und dann würde dieses a gleich gleich b true zurückgeben. Während, wenn wir das hier schreiben, abc, dann weise ich erstmal meinem a die drei Character zu, also drei Buchstaben zu, abc, und lege die dann in den Speicher. Und dann schreibe ich mir einen neuen String, auch mit drei Charaktern, und schreibe da auch abc rein. Das heißt, die liegen an unterschiedlichen Speicheradressen. Und das hier würde false zurückgeben, aber sie sind trotzdem eigentlich gleich. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass diese Equals-Methode trotzdem gleich zurückgibt. Und deswegen ist das a gleich gleich b nur der erste Überprüfungsschritt. Das heißt, wenn sie wirklich gleich sind, also ich hier a zuweise, also die beiden Strings wirklich genau gleich sind, dann kann ich das mit gleich gleich machen, aber ansonsten muss ich noch weitergehen. Das ist dieser Schritt hier. Das heißt, wenn sie wirklich gleich sind, dann kann ich true zurückgeben, aber ansonsten muss ich noch weitermachen und das, wie gesagt, ist hier unten. So, jetzt überprüfe ich, ist mein anObject auch wirklich ein String? Das mache ich mit instanceOf, das ist ein spezielles Schlüsselwort in Java. Das bedeutet so viel wie, ist dieses anObject auch wirklich ein String oder ist es vielleicht ein Integer oder ist es ein Boolean oder ist es irgendwas ganz Komisches? Falls es ein String ist, mache ich weiter. Das wäre dann der Teil hier. Ansonsten, wenn es kein String ist, gebe ich sofort false zurück, denn ja, dann will ich ja auch nicht weiter überprüfen. So, okay, jetzt haben wir schon wieder was gelernt. Es gibt ein Schlüsselwort in Java und das nennt sich instanceOf. Sollte man aber eigentlich nicht so oft verwenden, ist eigentlich schlechter Stil, aber die machen es hier trotzdem. Und die müssen ja wissen, was sie tun, nicht wahr? Gut. Achso, ihr habt das wahrscheinlich mit dem Return False gerade gar nicht gesehen. Haha, ich bin doof. Okay. Nochmal ganz kurz, wir überprüfen hier, ob dieses instanceOf ob dieses anObject ein String ist. Und falls ja, machen wir das da und ansonsten geben wir false zurück. So, jetzt geht's weiter. Was wollen wir danach machen? Wir wollen hier überprüfen, ob diese beiden Strings wirklich gleich sind. Das heißt, ob unser a und unser b wirklich gleich sind. Wie gesagt, a wird als this benutzt, während b als an object benutzt wird, aber wir wissen noch nicht, ob das Ding ein String ist oder nicht. Jetzt haben wir gerade überprüft, ob es ein String ist. Das heißt, jetzt konvertieren wir das Ganze, von dem wir bisher noch nicht wussten, ob es ein String ist, konvertieren wir das Ganze auch wirklich in String und speichern uns das in another String. Also das heißt, wir legen eine neue Variable an für b und speichern uns da eben diesen String rein. Aber wie gesagt, nur über eine Referenz. Das heißt, wir haben das Ding als String in der Hand und können jetzt alles benutzen, was uns diese Klasse hier zur Verfügung stellt. Das heißt, alle anderen Methoden können wir auch benutzen. So, jetzt als allererstes holen wir uns mal die Länge raus. Was ist jetzt Value? Value ist tatsächlich auch ein Konstrukt für die Klasse von String. Und das ist einfach folgendes. Ein String, wie gesagt, ist ja eigentlich nur ein Char-Array. Das heißt, ein Array aus Charaktern, aus Buchstaben. Und die haben das Ding jetzt V1 genannt. So, was jetzt in unserem Fall hier drin ist, ist folgendes. Also, wie gesagt, ein Array. Hoffentlich wisst ihr noch, wie die ganze Schreibweise geht. A, B, ups, klein geschrieben, und C. Das wäre unser String als Array. So wird das intern bei Java gehandhabt, denn es gibt eigentlich keine Strings. Java kennt nur Booleans, Integer und Chars als und ein paar andere noch Floats, zum Beispiel Doubles. Aber hier
Strings gehören eigentlich gar nicht so zum primitiven Datentypen. Das heißt, die kennt Java so nicht unbedingt. Es kennt eigentlich nur Chars. Und deswegen müssen wir das Ganze auch intern als Array aus Buchstaben speichern. Das ist das, was wir hier gemacht haben in Value. Und jetzt sagen wir, okay, ich habe ein Char-Array, V1 genannt, und da sind jetzt genau eben die Buchstaben von diesem Char-Array von meinem A drin. Also von this, also diese Buchstaben sind da drin. Wenn es hier DEF steht, sind in V1 immer noch die Buchstaben aus A drin. Okay, dann in V2 mache ich genau dasselbe, nur mit meinem anderen String, also mit diesem another String. Und lies mir die Buchstaben als Buchstaben Array aus mit another String.value und speichert die alle bei mir in meinem V2 Array. So, und dann definiere ich mir einfach eine Zählvariable, das ist dieser Integer i gleich 0, und der soll einmal komplett durch mein Array im Prinzip durchlaufen. So, und jetzt diese Schleife. Man hätte hier auch einfach eine Vorschleife benutzen können, wäre aber zu einfach gewesen. Man möchte ja natürlich auch cool dabei aussehen, wenn man programmiert. Und deswegen, wie zum Beispiel wir jetzt, die uns diesen Code, die sich jeweils diesen Code hier durchlesen, wir wollen, also die Leute von OpenJDK wollen einfach cool dastehen, wenn wir dann ihren Code lesen und sagen, boah, auf so eine Schreibweise wäre ich nie gekommen. Ihr hättet das Ganze auch hier einfach mit einer Vorschleife lösen können. Das wäre vermutlich ziemlich genau gleich cool gewesen. Also was hier im Endeffekt gemacht wird, ist eigentlich nicht wirklich effizient von der Geschwindigkeit her tatsächlich, weil wir eigentlich eine Operation zu viel machen für meinen Geschmack. Aber naja, okay, wir gucken es uns trotzdem mal an. Und zwar sagen wir hier, while ist eine Schleife, kennen wir ja mittlerweile hoffentlich zur Genüge. So, und jetzt als allererstes ziehen wir 1 von unserem n ab, das heißt dieses n minus minus. Das machen wir jedes Mal. Am Anfang, wie gesagt, ist das Ding so lang wie unsere... Achso, hier habe ich noch den Schritt vergessen. Wenn die beiden nicht gleich lang sind, also hier überprüfen wir tatsächlich erst noch, sind die beiden Strings auch wirklich gleich lang, und nur falls sie auch gleich lang sind, dann machen wir hier weiter. Ansonsten gehen wir direkt auf false zurück. Okay, und hier in diesem n ist jetzt unsere Länge einfach drin gespeichert. Mehr haben wir eigentlich nicht da reingespeichert. Das ist einfach nur die Länge von unserem Character Array. Und die Länge von einem Character Array, die kennt ihr mittlerweile auch schon. Die wisst ihr, dass man mit Punkt Length auslesen kann. Das ist einfach, wie gesagt, ein Integer-Value, der uns angibt, wie lang das Ding ist. Was jetzt hier aber in meinem Fall zum Beispiel 3 wäre. Aber ihr wisst hoffentlich noch, mit V1 von 0 kriege ich mein A, V1 von 1 liefert mir B und V1 von 2 liefert mir C. V1 von 3 gibt's nicht mehr. Aber wir brauchen, oder die Länge ist natürlich hier trotzdem 3. Wir wollen aber keinen Fehler haben. Das heißt, wir wollen dieses V1 von 3 natürlich vermeiden. Denn ansonsten haben wir Schwierigkeiten damit. Ups, das wollte ich nicht wieder groß machen. So, das heißt, wir müssen hier als allererstes mal 1 minus minus machen. So, jetzt ist dieses n in unserem Fall am Anfang 3. Wenn wir minus minus machen, ist es danach 2. Und es ist, wir sagen, diese Schleife läuft so lange, bis dieses n minus minus ungleich 0 ist. Okay? Also jetzt ist es gerade 2 im ersten Schritt. So, jetzt überprüfen wir mit unserer Zählvariable i, also die wir hier oben geschrieben haben, i gleich 0, überprüfen wir, sind diese beiden Buchstaben gleich. Also einfach, jetzt können wir einfach sagen, sind diese beiden Buchstaben gleich? Das heißt, ist der 0. Buchstabe in meinem ersten String, also in A, gleich dem Buchstaben in meinem zweiten String, also B. Das heißt, wir überprüfen, ist A, beziehungsweise hier, wir überprüfen es eigentlich in diesen Arrays drin, ist A gleich D? Nö, ist nicht der Fall. Also, was machen wir sofort? Wir geben sofort return false, also false zurück, damit das Ding auch wirklich schnell läuft. So, danach würde theoretisch, also ich schreibe jetzt hier mal ABC rein, damit wir auch wirklich eine Überprüfung haben, die durchläuft. Also wie gesagt, wir überprüfen es A gleich A. Danach sagen wir, okay, das hier ist offensichtlich nicht gegeben, weil wir überprüfen ja hier, ob sie ungleich sind. Also sie sind gleich, das heißt, das hier wird nicht ausgeführt. Wir erhöhen i um 1. Also ist jetzt i gleich 1 und n, also wir springen ja wieder hier oben rein in unsere While-Überprüfung. N minus minus war im letzten Durchlauf, hat es uns 2 ergeben. Das heißt, wir erniedrigen das Ganze jetzt nochmal um 1. Das heißt, wir haben da jetzt 1 stehen.
Also wir überprüfen n minus minus, also 1, ob das ungleich 0 ist. Es ist ungleich 0 offensichtlich. Das heißt, wir sagen hier, wenn v1 von i, also in unserem Fall jetzt gerade 1, ungleich ist wie v2 von i, also in unserem Fall ist i hier auch wieder 1, dann sagen wir also, ist b, also das b aus dem Character v1 Array, gleich diesem b hier. Und das ist offensichtlich auch gleich, das heißt, wir überspringen hier wieder das Return False, erhöhen i um 1 und sagen, okay, wir überprüfen, ist n minus minus ungleich 0. So, und jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky, das habe ich bisher noch nicht so ausführlich jetzt gemacht hier. Und zwar, n minus minus wird erst ausgeführt, nachdem diese Bedingung hier überprüft wird. Das heißt, hier steht jetzt ja gerade, also wir hatten es im ersten Durchlauf, war n gleich 3. Das heißt, n minus minus ist 2 gewesen. Und dann war es den ganzen Schleifendurchlauf 2. Und im nächsten Durchlauf war es im ganzen Schleifendurchlauf 1. So, und jetzt wäre ja theoretisch n minus minus wäre gleich 0. Das heißt, diese While-Schleife wird gar nicht mehr fertig ausgeführt und der dritte Buchstabe wird überhaupt nicht mehr überprüft. Das heißt aber, abc wäre gleich abd und so weiter. Aber warum funktioniert das Ganze trotzdem? Was macht denn mein Nachbar schon wieder? Der Trick dabei ist, wir überprüfen zuerst, ob n ungleich 0 ist und erniedrigen danach erst. Das heißt, die Überprüfung findet zuerst statt. Also wir sagen hier im Prinzip, ist 1 ungleich 0 und dann sagen wir n minus minus dazu. Also erst überprüfen, ob das ungleich 0 ist und dann erniedrigen wir das Ganze und setzen es gleich 0 im Endeffekt, weil 1 minus 1 ist ja gleich 0. Und ja, das ist wirklich hier sozusagen die Essenz davon. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass die cool dabei aussehen wollten. Ja, also eigentlich hätte man das Ganze auch mit einer Vorschleife schreiben können, aber hey, warum nicht? Wenn man es auch kompliziert machen kann, warum sollte es einfach gehen? Gut, und wir überprüfen das letzte Mal, ist jetzt hier v1 von 2 und gleich v2 von 2 return false. Falls das so ist, ist es aber nicht, weil wir wissen ja hier, c ist gleich c. Und das heißt, wir haben hier n auf 0, das heißt, jetzt ist die Überprüfung tatsächlich falsch, jetzt ist ja auch n tatsächlich 0 und es wird aus der While-Schleife rausgesprungen und wir geben true zurück. So, und das ist es auch tatsächlich, das macht diese ganze Methode, ihr seht, das Durchsprechen hat wahrscheinlich länger gedauert als das selber Schreiben und ich würde euch wirklich empfehlen, schaut einfach mal beim OpenJDK nach, wenn ihr Java lernt gerade und ja, dann gebt euch einfach mal ein paar von den Funktionen, lest die durch. Und wir machen dann natürlich hier das nächste Mal weiter. Wahrscheinlich starten wir sogar schon mit Klassen. Gut, das war's von meiner Seite und wir hören uns. Bis dann. Ciao.